Und damit willkommen zurück. So. Als nächstes mache ich Fangorn. Und dann wird es spannend, ob ich das und das schaffe. Den muss ich schaffen. Ich weiß noch nicht, ob ich das kann. Das wird eine Gigaschlacht. Die werde ich heute nicht mehr schaffen. Keine Chance. Ich habe in Dol Guldur wirklich keine Feste, keine Mine gebaut. Das war so dumm. Naja. Okay. Das ist halt so ein Rotz, dass ich hier... Ah, die braunen Lande. Boah. Es wird gigaschwer. Das wird so schwer. Aber mal gucken. Also da... Ich bin tatsächlich eher bemüht, Dagorland zu versuchen, bevor ich die braunen Lande versuche. Aber als erstes mache ich jetzt mal das hier. Weil den Fangborn, den kriege ich. Und es passt. Aber... Ah, die braunen Lande... Diese. Oh, es geht schon los. Ich hab noch was am Auge. Ah. Seid standhaft, meine bärtigen Brüder! Wo werde ich gebraucht? Feines Zwergenhandwerk. Nicht streitbar gemacht, der Zwerge zu trotzen. Okay. Warum mal so? Sie werden den Anblick unserer Bärte fürchten. Wir sind nicht ausgerüstet. Wo ist der Feind? Traurig. So, schauen wir mal. Ich glaube, hier die Ork-Dinger haben sie weggemacht. Auf der Map. Die waren hier mal, aber ich glaube, die gibt es nicht mehr. Worauf warten wir noch? Los, vorwärts! Was ist mit den Orks hier drüben? Doch, die gibt's noch. Okay. Nevermind. Ich dumm. Die werden im Augenblick und ihrer Bände fürchten. Der Krieger ist bereit. Wo ist der Bauplatz? Wir erledigen das. So, das sollte der alleine schaffen, sind wir mal ehrlich. Vorwärts! So. Nichts vermag der Macht der Zwerge zu trotzen. Äxte! Ich bin gleich fertig. Fallt nicht zurück, haltet eure Äxte bereit. Baut sie mit Zwergen bestes Material. Schauen wir mal, was ich hier hinkriege. Ne? Ich weiß es nicht. Ich will die Zwerge ein Wörtchen mitreden. Wir haben ich die Zwerge euch. Entdeckt. Die Schlacht ruft. Nichts vermag der Macht der Zwerge zu trotzen. Die Halle der Krieger erweitert. Ist okay. Ich glaube, den Baumeister zu töten, ist gerade das Wichtigere. Kriege ich aber nicht. Wo ist der denn? Ich dümpel hier viel zu sehr rum, das ist nicht gut. Wir sind stolze Krieger, haben noch viel zu tun. Die Schlacht ist nah. Ich rieche Zeit. Sie greifen an! Das ist ein Problem. Wir sind stolze Krieger. Das ist ein echtes Problem. Nein, ich brauche die Leute aus Tal. Gegen Drogoth brauchst du die Leute aus Tal, weil die wissen, wie man so einen Blöddrachen kaputt macht. Ich versuche jetzt hier noch ein bisschen Zeit zu erkaufen, aber gut war das jetzt auf gar keinen Fall. So. Sie haben die Armee der Toten gerufen. Wir sehen nicht, woher sie angreifen. Wir sind stolze Krieger. Mädchen. Müssen die uns ja was finden. Beweg deinen trägen Hintern. Wir haben den Schießstand dabei bereit. Ärgerlich. Sehr ärgerlich. Vorwärts, seid standhaft, meine bärtigen Brüder. Auf eure Posten. Nach vorne. Okay. Ich schau mal, ob ich ihn weglocken kann. Dort kann ich nichts bauen. Rüstet euch, Zwerge! Hüter. Niemand macht euch bereit. Der macht der vorwärts. Weil ich brauche hier die Prinz Brandtypsis. Oh, das ist ganz schlecht. Naja. Die Frage, ob die das schaffen. Der das im Flug kann, ist natürlich. Boah, der tötet die jetzt. Zieht euch zurück, Männer! Wo werde ich gebraucht? Lasst uns bauen! Er lebt noch? Waffen richtet ihre Reihen! Ich muss halt Robot irgendwie wegkriegen, ne? Wir machen eine Seite! Zeit für Ruhe!
Das sieht ganz komisch aus. Alles andere als leicht. Da kann ich nicht hin. Dann gehen wir jetzt in die andere Richtung. Ich rege alle Mann an die Bögen. Ruhepausen. Hüter, macht euch bereit. War unsere Streitmacht stärker. Braucht jemand ein paar Hüter? Vermag der Macht der Zwerge zu trotzen. Rüstet euch, Zwerge, auf eure Posten. So, ich nehme jetzt hier eine Armee. Schieb die hier hoch. Feines Zwergenabwehr. Wir sind stolze Krieger. Waffen! Bei mir seid ihr sicher. Vorwärts, Marsch! In Position! Versuch das mal. Na gut, dann so. Wir sind stolze Krieger. Auf in die Tür! Wir seid ihr sicher. Rüstet euch, Zwerge! Wo werde ich gebraucht? Nee. Wir fangen an. Macht eure Speere bereit. Sie greifen an. Jetzt werden die Zwerge ein Wörtchen mitreden. So, das Gebäude wäre fallen. Ganz schwierig. Macht euch bereit, Zwerge! Werft sie zurück! Hier sind sie! Wir haben bereits zu viele Tons getümmelt! Die Phalanx ist unsere Stärke! Standhaft, meine bärtigen Haltet Brüder! Haltet sie in Schach! Rüstet euch, Zwerge! Langsam vortasten! Wir brauchen mehr Rohstoff! Langsam vortasten! Hier nach, Zwerge! Ruß in Position! Das hat nichts mit langsam vortasten zu tun, was hier gerade passiert. Es muss ein besseres Verstand haben! Haltet sie in Schach! Auf ins Getümmel! Ja, auf in den Kampf! Was schmeißt da? In Position! Nichts vermag der Macht der Zwerge! Okay. Bogenschützen! Hat der zwei Schmeißis? Wir werden angegriffen! Macht eure Speere bereit! Ich kann gerade nicht reden, gar nicht. Das hat überlebt! Wie geil. Perfekt, der ist tot. Ich schaff's. Okay. Könnt mir mal schreiben, ob ihr das auch geschafft hättet. Einfach mal reintipseln. Ja, Alex, ich bin tausendmal besser als du. Habe es geschafft. GG Noob, get wrecked. One on one, GG Nori und Dead Cancer und Hang Yourself und die üblichen Dinge, die man halt PvP so hört, ne? So. Der ist jetzt schon Level 5, König Dein ist jetzt schon Level 5. Das ist gigantisch gut, das ist richtig gut. Da sind sie, der Feind naht! Die Bannerträger sind hier! So, König Dein kriegt hier die Solo-Erfahrung. Zack. Wie viel gibt es, wenn er so ein kleines Gebäude kaputt macht? Nix. Okay, geil. Ist egal. Hauptsache 6. So. Das ist ein Turm 11? Warum ist Turm 11? Das macht nicht mal auf Englisch Sinn, wegen Lauer. Loot? Was macht Elfen Sinn für Tower? Ich dachte außerdem, er hätte mir schon längst das Geld. Hier, ich hab gewonnen. Wollte er nicht. Okay, whatever, wir haben's. Geht das kaputt? Wir machen das nicht kaputt, ne? Sauerei. Okay, aber König Dein hat's geschafft. Cool. Easy, 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 easy. Tschüss. Das ist sehr gut. Das ist wirklich gut. Sehr wichtig. Sehr wichtiger Sieg.
nicht der wichtigste, der kommt jetzt gleich erst, aber der ist schon sehr wichtig gewesen. Weil jetzt kann ich dann... So. Egal, was hier jetzt passiert. Ich muss... Ich weiß nicht, Leute. Also erstens Zeit checken. 18 Uhr. Ich sollte jetzt eigentlich Ende machen, bin ich ehrlich. Ich glaube, ich sollte jetzt Ende machen. Weil Dagorland gegen 2 ist schwierig. Klar, ich habe den Prinz Brand, aber... meine Position ist ziemlicher Garbage. Und wenn ich hier verliere, dann hat die KI so viele Truppen, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Der ist wichtig. Der hier ist wirklich wichtig. Ich bin halt gerade so im Flow. Wisst ihr, das ist das Ding. Ich bin gerade so im Flow. Gimli. Gork hier. Ich versuch's. Ich hab eine Idee. Ich habe eine grobe Idee, wie ich das gewinnen kann. Wie ich das spielen muss. Ich spiele eine halbe Stunde. Dann mache ich Ende. Speichern und erkennst es. Dann ist es halt mal wieder eine Mid-Season-Ende. So. Bauen. Okay. Wichtig ist, dass ich erstmal herausfinde, wo lebt er? Wo hat er seinen Schwachsinn? Wo kommt die KI her? Das ist wichtig. Klar, hier die Orks weghauen, aber ich muss herausfinden, wo steckt die KI? Worauf warten wir noch? Und dann... Ich muss mir solche Punkte hier suchen. Und da dann defensiv mich aufstellen. Mit Führerschaftsbohne und. Und dann einfach gucken, dass ich hier irgendwie zurechtkomme. Ich weiß es nicht. Das ist eine ganz schwere Sache. Ist das. Ganz schwierig. Ich glaube, dass es ein Fehler ist, das hier zu versuchen, aber ich muss es versuchen. Die Schlacht muss ich gewinnen. Ich muss diese Schlacht einfach gewinnen. Nein, wir kämpfen nicht weiter. Weil das hier kackegal ist. So. Und ich muss herausfinden, wo er ist. Es geht los. Ich komme noch früh genug an. Jetzt rennt er da. Okay, whatever. So, ich muss herausfinden, wo er ist. Wo steckt er? Wo hat er seinen Kram? Von wo kommt er? Wo wird er angreifen? Das muss ich herausfinden. Wenn ich das weiß, dann kann ich was machen. Okay, er ist da oben. Alles klar. Weiß ich Bescheid. Gut, perfekt. Das ist sogar sehr gut. Weil, dann habe ich hier oben einen Engpass, mit dem ich kämpfen kann. So, wir gehen sofort da drauf. Okay. Zwerge! Sammeln! Rüstet euch, Zwergeausfall! Das ist sehr gut. Das ist sehr, 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 sehr gut. Das können wir ignorieren, das ist egal. Das ist ärgerlich. Okay. Ist aber egal. Nimm das Geld. Schafft er das? Sieht gut aus. Okay, der kann gleich... Obwohl, warte, den mache ich. So.
Immer weiter pushen, immer weiter pushen. Ja, die Erweiterung war ein bisschen teuer. Aber egal. Immer weiter. Beziehungsweise, ich kann mich auch mal hier unten ausbreiten. Tust du das? Das weiß ich gerade nicht, ob du das wirklich tust. Okay. Menschen aus Tal. Das ist jetzt ein Problem. Dass die... Ah, die kommen von der anderen Seite. Scheibenkleister. Das ist ein Problem. Na gut. Kann ich nicht ändern. Ich muss durchdrücken. Ich muss durchdrücken. Durchdrücken. Schwierig, bin ich ehrlich. Bist du das? Ich würde sagen, du stehst eigentlich ganz gut da. Jetzt baut er hier Schmeißerchen. Oh wow. Ja, dass ich hier so verliere, ist natürlich jetzt auch scheiße. Was das soll, muss mir auch mal jemand erklären. Aber ich glaube, das ist zu viel. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Ja, es ist zu viel. Verdammt, scheiße. Lieber jetzt aufgeben und gut sein lassen. Schaut mal, was hier alles... Verdammt! Schwierig. Dieses Spiel ist... Das war die Schlacht, die wichtig war. Macht nichts. Warum? Weil ich habe immer noch Dol Guldur. Er wird auf Dol Guldur gehen. Das ist okay. Das Problem ist, er wird auch wieder nach Fangorn. Ich krieg die Orks nicht weg. Okay, hier ziehe ich mich zurück, weil das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. So. Punkt. Es macht einfach keinen Sinn. So. Es macht keinen Sinn. So, ich habe jetzt hier einen Helden. Was auch immer mir das bringt, weiß ich noch nicht. Ich muss weiter drücken. Ich würde so gerne versuchen, hier das... Ich werde es nicht schaffen. Solange da... Wie kriege ich die KI hier weg, Leute? Wie kriege ich sie weg? Weil er hat jetzt eine Armee. Das ist... Ich meine, hier ist alles tot, ne? Das braucht man gar nicht irgendwie beschönigen. Hier ist alles tot. Ich könnte hier noch eine Festung bauen. Eine Festung in Lothlorien. Macht das Sinn? Naja, es gibt mir eine Runde Zeit, das Geld habe ich, also whatever. Okay, dann gehe ich nach Isengard, scheiß drauf, ich muss irgendwas machen. Das ist einfach so. Schauen wir mal, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Okay. Hier gegen zwei Leute kämpfen, das kann ich wahrscheinlich verteidigen. Das ist free. Jetzt stehen da halt Gondor-Truppen, das macht es noch unmöglicher. Weil in dem Land hast du, ich weiß nicht wie viel, so. Das ist doof, aber ist nicht schlimm. Das sollte free sein.
Und weil er von links kommt. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt die Zeit habe, das noch durchzudrücken. Also ich mache jetzt noch Isengard. Weil das kriege ich hoffentlich hin. Und danach ist Ende für heute und für die Woche. Und dann mal gucken, wie ich am Wochenende vielleicht weiterkomme. Ich weiß es noch nicht. Es ist schwer. Es ist wirklich schwer. Na gut. Okay. Wenn König Dain auf Stufe 8 kommt, dann schaut es auch schon wieder besser aus. Ja. Aber auch das muss man erstmal schaffen. So, du kannst ja schon mal scouten, Dain, das ist wichtig. Weil das kriegen die auch so kaputt. Das ist egal. Da sind sie ja schon. Kaputt machen. Einfach kaputt machen. Wir werden warten. Gleich haben wir es geschafft. Auf in den Kampf. So, das Gebäude wäre fertig. An die Arbeit. Haltet eure Äxte bereit. Ich bin bereit. Meine Axt gehört. Jetzt bin ich wütend. Wir haben einen unserer Feinde zerstört. Das war easy. Das war wirklich easy. Aber das heißt halt noch lange gar nichts. Na, mit Gimli, es ist dumm. Ich darf nicht mehr so überconfident sein, ne? So überheblich. Das ist einfach eine Schlacht, die ich so ohne Armee nicht schlagen kann. Mit dem König Dain? Ja, mit Russian? Schnell rübergehen? Vielleicht. Aber nur ein Gimli Stufe 2 gegen 2 Armeen? Keine Ahnung, das war dumm. Dumm zu denken, ich könnte das schaffen. Aber ist egal, ich krieg keinen Sklamm. Und das ist schon mal etwas. So. Ja, geht schon. Ich halt erstmal. Das Tor hält nichts aus. Das ist so ein Schmutztor. Ich brauche Axtschleuderer. Weil ich Axtschleuderer verliere. Und dann brauchst du Axtschleuderer. Dain sollte jetzt eigentlich nicht sterben. Bin ich ehrlich. Das ist nicht gut, wenn der mir jetzt hier verreckt. Also genau das passiert gerade. Na gut. Kann ich nicht ändern. Es hilft halt nichts. Okay. Jep, das war das. Das war das. Okay. Ist noch in Ordnung. Whatever. Erhebt euch, Menschen aus Tal! In Position! Ist halt so. In Position! Stellungen halten! Sammelt euch! Seid wachsam! Ja. Auf die Zwergen geschickt! So, das Gebäude wäre fertig! Sie greifen an! Macht eure Speere bereit! Menschen aus Tal! Okay, ich müsste es trotzdem gewinnen und er ist schon Stufe 6. Das heißt, in 1-2 Schlacht noch und dann hab ich's. Dann ist er 8. Okay. Das passt dann schon.
Ey, du machst das hier. Wir können nicht noch mehr so draußen Menschen aufteilen. Feier alle der Krieger. Geht in Stellung. Alles nieder. Okay. Haltet sie in Schach. Macht eure Mühen. Weiter, weiter. Weiter, weiter. Wo ist der Bauplatz? Da sind wir auch Platz. Ich kenne diesen Gestank. Das ist jemand ein paar Hüter. Eure Waffen. Jetzt wird gekämpft. Bogenschützen. Gehen wir. Axtschleuderer. So. Zwergengeschick. Wir verwenden nur bestes Material. Lasst uns bauen. Wo werde ich gebraucht? Passt schon, oder? Menschen aus Zwergen. Oh, da hat einen Trollhelden ausgebildet. Okay. Heftig. Die Hüter sind kampfbereit. So, das Gebäude wäre feines Werk. Hat eine 10 bekommen, das ist sehr gut. Leider nicht den Schatz. Der Schatz wäre sehr gut zu haben, aber. Ist egal. Aber viel gebaut hat hier drin nicht, ne? Muss man auch mal sagen. Ah, dieser Troll ist blöd. Blöd Troll, na gut. Wir brauchen mehr Hochschulposten. Ich hab ihn! Sie suchen den Ring! Das ist weiter, weiter! Macht eure Bögen, da reicht ihr ihre Ringe! Der hält viel aus. Jetzt doch einfach rein, kann nicht so schwer sein. Ich meine, was will da jetzt eine einzelne Einheit machen? Okay, haben wir geschafft. War ganz kurz knapp, aber es passt. Eigentlich könnte er aufgeben, aber ich finde es auch cool, dass die KI nicht mehr so random schnell aufgeht in den meisten Fällen. Sondern sich wirklich ein bisschen strampeln und arbeiten lässt. Ist gut. So. Aber ich glaube, die Herausforderung ist schon machbar. Schwer, aber es ist machbar. Nur das mit Gimli war dumm. Das war einfach wieder dumme Überheblichkeit. Ja. Selbst schuld. Aber ist okay. Ich meine, whatever. Passiert. Passiert halt, ne? Okay. So. Proxy-Schmiede und gut ist. Das Ding zu heilen, useless, aber man macht halt mal. Okay. Ja, hätte ich durchlaufen lassen können, aber ist jetzt hier tatsächlich nicht so wichtig. Also wir haben das gewonnen. Die Burg geht kaputt. Und der Rest dann auch. Das wird schon passen. So. Da dürft ihr wegen mir gerne jetzt aufgeben, weil das Ding ist durch. Oh, Leute, mach doch tot. So. Krasse Heilung. Die
Ja. Passt mal, ist gut. Haben sie schön gemacht, die Figürchen. Ja. Haben sie schön gemacht. Gibt er jetzt vielleicht auch? Habe ich die Axtschleuderer überhaupt? Ja, oder? Ich hoffe mal. Ja, aber ich. Weil, wenn nicht, das wäre jetzt echt ätzend. Weil ich die dann verlieren würde, aber so passt es natürlich. Und Damage. Und GG. Oh! Gut, also wir haben noch Düsterwald, easy. Dol Guldur sollte ich nicht unterschätzen. Ich sollte auch den Düsterwald nicht unterschätzen, weil ich habe da nur eine Festung ohne Held. Das ist potenziell gefährlich, auf jeden Fall. Na, ich und meine Überheblichkeit immer. Aber dein ist gut. Und dann, ja, mal gucken. Das ist nicht schlecht. Das gibt mir wieder Zeit. Vielleicht, ich meine, kann ich dann darüber sneaken mit Gimli? Vielleicht, ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier ein kleines Problem. Und zwar in Dol Guldur werde ich von... Ja gut, das geht. Vielleicht. Es sind halt wieder zwei Armeen und sie kommen diesmal von unten. Das heißt, nee. So, aber Schlangenzunge, ja gut, der Held macht den Überdruck. Und ich hab hier drei Helden. Es müsste gehen. Müsste gehen. Aber das machen wir das nächste Mal. Hier bin ich durch. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wie immer einen wunderschönen Tag. Macht's gut, bis dann. Ciao. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut.